dass Sie gemeinsam gekommen sind und dieser Einladung gefolgt sind zur Transportlogistik, letztlich dem Gipfeltreffen derjenigen, die unsere Welt bewegen. Herr Rummel, als Messechef, was sind denn die Trends auf der diesjährigen Transportlogistik? Also es gibt ganz klar zwei große Trends, die wir hier abgebildet haben. Das ist das Thema Digitalisierung natürlich mit dem ganzen Thema Big Data, Big Data Analytics, selbstfahrende Autonomous Vehicles oder aber Artificial Intelligence. Das ist ein ganz großer Block auf der Messe. Und dann haben wir natürlich auch das Thema durch die zunehmende Urbanisierung, Innenstadtlogistik, Last Mile Delivery, auch das ist ein Riesenthema auf der Messe unter dem Thema Metropolitan Logistics. Welche Erwartungen haben Sie an die Transportlogistik? Ja, zunächst mal starten wir dieses Jahr mit einer Rekordtransportlogistik und ich freue mich sehr, dass wir wieder mehr Aussteller, mehr Fläche haben und auch eine steigende Besucheranzahl erwarten. Wir erwarten rund 56.000 Besucher, Fachbesucher. Die Logistikbranche trifft sich hier, insofern freue ich mich da jetzt sehr drauf. Was sind für Sie persönlich Highlights? Für mich war auf alle Fälle die Eröffnung ein Highlight mit unserem Bundesminister Alexander Dobrindt. Das Panel war klasse. Ich fand toll, dass Unternehmen wie Amazon, Flexport als Startup im Grunde genommen mit Unternehmen wie Daimler und Alpina diskutieren über die Zukunft der Logistik. Das war für mich ein ganz klares Highlight. Warum ist das Thema Letzte Meile-Geschäft so wichtig auf der diesjährigen Transportlogistik? Ja, auf der letzten Meile verdichten sich sozusagen alle Entwicklungen. Was möchten die Kunden? Was sind die Rahmenbedingungen für Transport? Was ermöglicht Digitalisierung? Es ist eben der Schritt in einer manchmal ja längeren Logistikkette, wo wir die Kunden tatsächlich erreichen. Und da gibt es viele Innovationen, da gibt es viele Herausforderungen. Das haben wir auch in unserer ZF-Zukunftsstudie beschrieben und im Forum auf der Transportlogistik erklärt. Welche Anregungen oder interessante Entwicklungen haben Sie auf der diesjährigen Transportlogistik gesehen? Ja, wir sehen, wie so das Thema Digitalisierung ganz viele Bereiche betrifft, wie sich Plattformen entwickeln, wie Speditionen in Richtung Digitalisierung sich weiterentwickeln. Aber wir sehen eben auch im Bereich Transporttechnik von Elektromobilität bis hin zu Transportrobotern auf Gehwegen oder Drohnen, was sich dort tut. Also bestimmtes Wissen über bestimmte Kunden und wenn nicht persönlich, dann zumindest summarisch oder im Fall der Transaktion dann auch wieder personalisierbar. Das ist erstmal ein Thema, das kommt aus dem stationären Handel und da haben vor allen Dingen die Händler verloren, die ihre Kunden nicht kannten und die ihre Kunden wie From your point of view, what are the future trends in transport and logistics? That's an excellent question. Well, to be honest, from our point of view, which is a very data-centric company, I think it's all about visibility and transparency, how data will empower visibility into supply chain and allow all core stakeholders to make more informed decisions that optimizes and influences their supply chains. I think data is the key enabler to that, and everyone is focused on this digitization, but the real key driver behind it will be all the data. So yeah, that's what I think it will be one of the core things. You're the first time here in Munich with an own booth on transport logistics. How satisfied are you? We're extremely satisfied. It's been pre-booked meetings from early morning to late afternoons. There's the perfect relevant crowd for us here where we can meet both shipping lines, freight forwarding companies and shippers, our core customers. So it's the best conference we've been to so far.